Fortnite bringt ein Update und wir bekommen Geschenke. Ist das nicht klasse? Und damit herzlich willkommen zurück, mein lieben Fortnite-Fanatiker, zu dieser neuen Folge Fortnite. Ich logge mich ein, starte Fortnite und was sehe ich? Dieses riesengroße Geschenk. Ich fand es richtig geil. Und das haben wir zweimal bekommen. Das fand ich mega klasse. Und wie oben rechts gerade sehen könnt, packe ich das da gerade aus. Und auch dieses Lama, was ich dazu bekommen habe. Ja, waren einige geile Sachen dabei. Ich bin da mega gehypt gewesen und auch war sehr glücklich darüber, dass ich natürlich Epic Games die Mühe gemacht habe, sich bei uns zu entschuldigen für die kleinen Bugs, die in den letzten Zeit aufgetreten sind. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass Fortnite immer noch in der Early Access ist und immer noch in der Entwicklung ist, aber trotzdem vielen lieben Dank dafür, Fortnite und Epic Games, dass ihr uns trotzdem dafür entschädigt, dass wir aus bestimmten Missionen keine Belohnung bekommen haben und die dadurch wieder generiert bekommen haben. Vielen lieben Dank dafür. Und in diesem Update sind noch weitere Sachen hinzugekommen, wie zum Beispiel die neue Heldin Enderin Fiona, die wir uns auf jeden Fall heute im Eventshop kaufen werden, aufleveln werden und spielen werden. Und ja, Horden-Herausforderung ist auch neu dazugekommen, für die, die es interessiert. Jetzt könnt ihr wieder richtig zuschlagen. Und natürlich im Brutal Act 1 eine neue Wüstenlandschaft, die von euch erkundet werden muss. Ja, auf jeden Fall richtig geil. Und wenn ihr natürlich mehr Informationen zu diesem Update haben möchtet, dann empfehle ich euch auf jeden Fall zu Evonix auf den Kanal zu gehen und euch das letzte Update-Video einzuschauen. Wie gesagt, Video findet ihr unten auch in der Videobeschreibung. Grüße gehen an dich raus, André, machst eine klasse Arbeit. Und ja, wir legen jetzt los mit unserer Mission. Wir haben natürlich drei neue Herren dabei, die heute mit uns spielen. Die sind schon ganz ungeduldig. Einmal Bündel Katzen 461, Grüße gehen auch dich raus. Einmal Eule Larve, ja, ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen, Grüße an dich. Und tausendmal gehackt. Ja, Grüße an euch drei. Ich hoffe, ihr freut euch, dass ihr endlich mal mit reingekommen seid. Ich bin auf jeden Fall mega happy, dass mal wieder drei neue dabei sind, nicht immer die gleichen. Ja, und jetzt machen wir natürlich die Mission Showtime. Aber bevor, gehen wir natürlich in den Eventshop und holen uns die neue Fiona. Los geht's. Zack, da ist sie. Richtig geil. Ja, die sieht schon richtig nice aus, muss man schon sagen. Und die werden wir jetzt auf jeden Fall aufleveln und auch in dieser Mission gleich spielen. Da ist das gute Mädel und da werden wir sie jetzt erstmal hochpushen auf Level 40. Und da werden wir erstmal ein paar Ründchen wieder zocken. Ja, also ich bin mal gespannt, was sie so drauf hat. Ich werde mir jetzt das nicht alles durchlesen, aber wir sehen ja schon einiges dazu. Rauchbombe ist dabei, Shinobi ist dabei, was das auch immer ist. Na, aber auf jeden Fall irgendwie 10% mehr Lauf- und Sprintgeschwindigkeit. Ja, das hört sich doch schon mal nicht schlecht an, ne? Auf jeden Fall werden wir die jetzt testen in dieser Mission, ne? Bei unserer Mission Showtime, wo wir Aufnahmen sammeln müssen. Mit den drei Herren zusammen. Und wir müssen es auch gleich geschafft haben. Reine Regentropfen haben wir ja genug. Glücklicherweise haben wir einige bekommen durch die Geschenke. Ja, ich bin mega happy, dass so viel Zeug dazu bekommen ist. Ja, da sind wir fertig, ne? Weiterentwickeln können wir es nicht. Ne, da bräuchte ich mir den neuen Knoten, aber der kommt ja auch bald. Ja, dazu mache ich auch bald ein neues Video. Ja, und jetzt würde ich sagen, gehen wir die Mission. Schauen wir doch mal. Da leckt es wieder ganz kräftig. Ja, das ist durch das neue Update. Das muss ich noch ein bisschen einpegeln. Und was wollen wir denn machen? Hier hätten wir wieder Reigen Regentropfen. Auf jeden Fall hätte ich Bock auf eine. Vierer Mission könnten. Oh, reine Regentropfen. Oh, ho, 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 ho. Aber ich weiß nicht, ob wir so fit dafür sind. Deswegen machen wir erstmal eine empfohlene 64er Mission. Weil ich weiß, bei diesem Showtime-Mission gibt es maximal 4 Aufnahmen auf der Karte. Das habe ich schon rausgefunden, weil ich natürlich auch offline spiele natürlich. Und ich weiß, dass ihr mindestens 2 Missionen machen müsst. Und ich würde sagen, jetzt geht's los. Ja, Lagerzerstörung mit der Enderin Fiona. Also auf jeden Fall sieht sie immer sehr, sehr nice aus und von hinten auch sehr, sehr sexy. Also, ja, richtig geil. Gefällt mir. Oh, da hat jemand den Schatz gefunden und das schon nach 1 Minute 30. Halleluja. Auf jeden Fall müssen wir jetzt einige Lager zerstören. Erstmal müssen wir gucken, wo die Dinger sind. Und natürlich müssen wir natürlich unsere Quest abschließen. Also die macht auf jeden Fall schon was her. Ich bin mal gespannt, wie stark die Rauchbombe ist. Wo bin ich? Zack. Weg. Ja. Na hallo, Julia. Die gehen ja ganz schön ab hier. Ja, also der Ninja gefällt mir schon ganz gut. Ja, bitte. Auf jeden Fall hat sie Einzelwurfsterne. Schalte die Gegner aus, um das Lager zu räumen. Und dann werden wir erstmal richtig mit unserer Knarre hier eindringen. Wir können auch natürlich das Schwert benutzen. Weil dann kriegt sie natürlich unseren Schatten, wenn wir mit dem anderen Klinge töten. Auf jeden Fall sieht das schon mal richtig geil aus, wie die kämpft. Also mir gefällt sie. Aber natürlich dürfen wir nicht vergessen unseren anderen Helden hier, den wir in letzter Zeit gespielt haben. Der ist ja auch nicht zu verübeln, ne? Und die neue Attacke von ihm war richtig geil. Ja, natürlich haben wir Probleme mit der Energie. Ist ganz klar, weil wir von unseren, also den Naturhöhlen getroffen worden sind. Und für diejenigen, die natürlich die Mission Showtime machen müssen, ne? Die sind alle am Maprand. Ne? Also auf jeder Seite des Maprands sind sie auf jeden Fall. Und damit können sie alle aufsammeln. Ja, dass ihr schon mal wisst, wo ihr die suchen müsst. Genau.
Entschuldigung. Entspann dich. Kassette ziehen. So, mal sehen, was wir da haben. Geht's los? Jetzt? Okay. Ich heiße Anthony, aber wahrscheinlich kennt ihr mich als explosiver Anthony. Explosiver Anthony? Der Snarebear. Breakmaster A. Und natürlich den Steelwool Smasher. Der am längsten aktive Schlagzeuger von Steelwool. Schon seit über 80 Tagen. Ich bin in die Wüste gekommen auf der Suche nach dem legendären Pistolero Schwarzstiefel Ayers. Oh oh. Bin unter Vertrag bei der Dynamic Blast Agentur. What? Und bei Mark G von halbwegs talentiert. Oh, du hast es echt drauf, Marco. Gut zu wissen. Ja, also auf jeden Fall. Große Lager können später aktiv werden. Lustig mal wieder, ne? Und wir können noch eins abfarmen, weil zwei haben wir schon aufgesammelt zusätzlich noch. Das nächste sieht hart aus. Aber wir müssen erstmal die Überleben hier retten, sonst du wird's früher. Best. Ja, weiß ich doch. Oh. Und jetzt aber weg hier. Noch eine. Gut aufgepasst, Beatbot. Auf dieser Suche nach dem legendären Pistolero Schwarzstiefel Ayers erwarten euch viele Überraschungsgäste, unerwartete Wendungen und natürlich epische Schlagzeugduelle. Das Ganze wird ein leicht geskriptetes Format mit einer einzelnen Kamera im wunderschönen Brutal gefilmt. Brutal? Ich glaube, damit will er für eine Show werben. Für eine Show werben? Noch eine Aufnahme. Die Leute fragen mich oft, warum machst du das? Warum jetzt? Und bist du nicht im Gefängnis? Naja, ich bin hier in der Wüste, um der Welt zu zeigen, wie sehr ich mich verändert habe. Und um der Spur des legendären Pistoleros Schwarzstiefel Ayers zu folgen. Weg! Du hast noch 15 okay. Minuten, um die Mission aber abzuschließen. Aber eigentlich sollten hier 4 sein. Bis jetzt waren es in jeder Mission 4 und jetzt sind es nur 3? Das will mich doch verarschen. So. Na gut, dann finden wir auf jeden Fall in der letzten, also in der nächsten Mission alle. Schade eigentlich. Also sonst waren es nur 4. Da kommt noch mehr. Ja. Profi-Effekt wahrscheinlich. Aber die 3 machen hier schon richtig guten Job. Ne? Also die gehen hier richtig ab. Wir können einfach bloß noch ein bisschen unterstützen. Die machen das hier alles ohne Probleme, ohne uns. Also. Auf jeden Fall sieht die Enterin Fiona sehr, sehr stylisch aus. Die Fähigkeiten, die sie hat, kennen wir ja schon. Das dürfen wir nicht vergessen. Auch andere Ninas haben die gleichen Fähigkeiten wie sie. Das Einzige, was sich bei Fiona verändert, ist halt die Fähigkeiten ihres Charakters. Wie zum Beispiel, dass sie mehr Schaden mit der Sense macht als mit dem Schwert. Aber irgendwas ist ja immer. Auf jeden Fall sieht es geil aus. Rucksack sieht schön aus. Und ja, ihn sich zu kaufen, lohnt sich auf jeden Fall. Ob man ihn jetzt direkt aufleveln sollte, das müsst ihr entscheiden, ob ihr diesen Helden gerne spielen wollt. Ob sie natürlich levelt, ist natürlich eine andere Frage. Ihr müsst natürlich euch die Fähigkeitspunkte angucken, was ihr dafür bekommt, wenn ihr sie auflevelt. Ob das für euch was ist oder ob das nichts für euch ist. Wenn es nichts für euch ist, dann habt es ja einfach. Aber wenn es was für euch ist, dann levelt sie bis hoch und auf. Und ja, dann könnt ihr richtig mit der Rippe loslegen. Aber ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Spaß macht sie auf jeden Fall. Machen wir da rauf in die Luft? Das geht leider nicht. Und jetzt sollten wir mal in Deckung gehen, weil wir haben. Eieiei. Haben wir ganz schön was abgekriegt. Gut, wir arbeiten weniger mit dem Schwert, ne? Das ist natürlich das andere Problem. Sie hängen schon in den Seilen. Weil dann würden wir weniger Schaden bekommen, wenn wir mit dem Schwert arbeiten würden, weil dadurch, ne, kriegen wir den Schatten. Durch den Schatten kriegen wir weniger Damage. Ist ja ganz klar. Oh, hier ist wieder diese tiefe Höhle. Ja, ja. Weg! Ach, das ist hier unten! Na, Halleluja! Ah, da bin ich ja. Das hat ich ja auch noch nie. Und die beiden sind da unten tot? Nee, nee, ich komme ja schon. Hups. Unaufhaltsam! So, die beiden auch erstmal wieder hochgeholt und dann machen wir das Lager hier auch noch knifflig platt. Schädelpatrouille. Was? Schädelpatrouille? Oh, dann geht's aber nicht. Das ist eine Sache hier. Aber ihr seht, durch den Schatten werden wir wahrscheinlich weniger Schaden bekommen. So stand es zumindest in der Information. Ich habe mir natürlich durchgelesen, bevor ich mir den Helden gekauft habe, ist ganz klar. Ich zeige euch natürlich bloß, dass ich ihn gekauft habe, ne? Aber die direkte Information kriegt ihr natürlich auch bei Evolix. Ne? Das dürft ihr nicht vergessen. Hey, ah. Was geht? Tut mir leid. Aua, lass das! Kohle! Hätte ich gleich nie reinlaufen sollen, aber egal. Ach, die sind hier unten drin. Scheiße, das ist mit der Luftschlag. Aua.
Heftig, heftig, deftig. Drachenschlitzer! Halleluja. Aber die frisst ganz schön, ne? Ohne Kuss. Na gut, das, der Schatten, ne? Hilft dir natürlich, den Schaden zu absorbieren. Das ist das Gute. So, ein Lager müssen wir noch. Und sowas hier unbedingt mitnehmen, ihr Lieben. Unbedingt mitnehmen. Das ist ein Haufen Schrauber. Wenn ihr natürlich einen Entdecker habt, umso besser. Lasst das, lass mich in Ruhe. Natürlich wäre es klasse, wenn Fiona durchs Erledigen von Hüllen Lebenspunkte dazu bekommt oder Hitpoints dazu bekommt. Aber leider ist das nicht der Fall. Aber gut, so ist das halt, ne? Man kann nicht alles haben. Ich weiß überhaupt gar nicht, ob es überhaupt einen Ninja gibt, der das kann. Ich meine, wenn ein Ninja Hüllen erledigt, natürlich Lebenspunkte zurückbekommt, dass das natürlich ein Soldat kann, das wissen wir. Das kann einmal der Wild des Genesee. Aber ob das ein Ninja kann, ich weiß es ganz ehrlich nicht. Weil ich einfach zu wenig Ninja spiele. Aber bestimmt, einige von euch werden jetzt in die Kommentare schreiben, natürlich gibt's das, Mike, bist du denn blöd? Ja, dass ich ein bisschen blöd bin manchmal, das ist ja. Aber, mein Gott, das ist halt so. Noch 5 Minuten. So, er wird noch schnell mal geheilt. Das ist natürlich nicht schlecht. Angeblich soll man durch den Schatten auch, wenn man den Umgebung seiner Verbündeten macht, auch die damit heilen können. Ja, und da haben wir Mutantensturm schon wieder abgeschlossen. Und mit der nächsten Mission schaffen wir sogar die 2. Dann haben wir wieder Belohnungen. Und die zweite Mission gleich hinterher, und zwar Sturm Kategorie 2 in einer 70er-Zone hier im Portal. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir es mit den 3 Herren hinbekommen. Auf jeden Fall können wir die Dinger ja schon mal platzieren. Genau. Und dann können wir es auch dann noch gleich einbauen. Aber natürlich müssen wir natürlich unsere Quest noch machen. Ganz wichtig. Die sollten wir uns auf jeden Fall mal schnell suchen. So, da haben wir schon den ersten wieder gefunden. Ich bin mal gespannt, ob die anderen gleich hier in der Nähe sind. Sollten sie zumindest. Lebte der legendäre Pistolero Schwarzstiefel Ayers nicht vor Hunderten von Jahren? Natürlich. Naja. Was, wenn ich euch sagen würde, dass ich ihn gerade gestern gesehen habe? Und ich euch außerdem erzählen würde, dass er nicht mehr nur der legendäre Pistolero Schwarzstiefel Ayers ist. Er ist auch ein Monster. Da könnte was dran sein. Falls er mit seiner Suche Erfolg hat, wird Ziel wohl wirklich einen neuen Schlagzeuger brauchen. Oh oh. Du hast recht, das war gefühllos. Das würde ich auch so sehen. Nach oben! So, da ist das nächste. Und da sind, wie gesagt, die sind immer am Rand, wie ihr gerade sehen könnt. Auf der richtigen Spur. Was ist es, das uns bis heute am legendären Pistolero Schwarzstiefel Ayers fasziniert? Ich bin hier mit einem seiner größten Fans. Der außerdem bekannt ist für seine Cosplays. Wie war nochmal dein Name? Die Hülle. Scheiße! So ist es. Erzähl den Leuten zu Hause, was dich an der Pistolero-Kultur so interessiert. Ich hab kein Wort verstanden. Jetzt wisst ihr Bescheid. Wir sind gleich zurück. Das könnte die letzte Aufnahme sein? Könnte. Wir sollten uns weiter umsehen. Dein Ernst? Auf jeden Fall eine... Oh gut, das noch ja, Mann. Ja, sieht geil aus. Das könnte unschön werden. Also, immer wenn ich unterwegs bin, jamme ich gern mit den örtlichen Schlagzeugerlegenden. Und heute gibt es einen besonderen Leckerbissen. Was? Er hat quasi im ganzen Land Clubs mit seinem Talent zum Einsturz gebracht. Und heute liefern wir uns ein Duell. In einem kompromisslosen Schlagzeug-Inferno. Und oh das beginnt jetzt. Ja, ich hoffe nicht. Suchen wir weiter. Der Musikbot. Zuerst meinten Sid und Lars so, wie kann Anthony noch am Leben sein? Das erschien mir wirklich total gefühllos. Aber im Ernst, wie kann er noch am Leben sein? So, das wäre die Pilotfolge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daraus soll ganz schnell eine Serie werden. Boah, schneller als ich, Manu. Because I'm hot on the trail of legendary gunslinger Black Was? Boot Ayers. Hallo? Bis dahin, auf dass der Beat nie versiegt.
dass der Beat nie versiegt. Ja, schön. Auf jeden Fall haben wir das abgeschlossen. Ich hoffe nicht, dass jetzt noch eins kommt. Weg! Nicht, dass wir wieder dazwischen quatschen. Das wäre natürlich schlecht und geil. Aber das ist es halt. Manchmal muss man auch quatschen, wenn die anderen nicht sagen. Ich wünschte, ich könnte. Was? Natürlich mit dem Feuerschwert gegen Wasserhöhlen zu kämpfen, natürlich schwachsinnig, aber wir haben kein besseres Schwert im Moment und ich möchte gerne meine Skizzen-P noch etwas sparen für neue Waffen zum Aufleveln. Oh, ein Zwerg, aber leider nicht drin. Ja, wir suchen gerade Blu-Glu, aber das gestaltet sich in dieser Mission gerade ein bisschen schwierig. Ich weiß, man kann natürlich auf die Karte gucken, aber da zeigt es mir im Moment kein Blu-Glu an, außer ein Blu-Glu-Sauger, aber die mache ich so ungern. Das dauert mir einfach zu lange, wisst ihr? Es wird uns aber trotzdem ein richtiger Tanz werden, weil wir dürfen nicht vergessen, dass wir mit der nicht so spielerfahren sind mit der neuen Heldin hier. Ja, schauen wir doch mal. Auf jeden Fall werden wir erst mal hier reingehen und das Ganze aktivieren. So. Und dann aktivieren wir das Ding. Das ist genug, Fluglauf. Komm her, Glatzkopf. Wir hätten vielleicht auf die anderen warten sollen. Mein Gott, ich bin heute aber auch neben der Spur. Halleluja. Auf jeden Fall gehen wir robuste, das ist gut. Und glatte kriegen wir hoch dadurch. Kleinfüßiger Wendebrecher! Ihr kleinfüßiger Wendebrecher, ja, ja. Schlachten! Komm, stirb Feuer! Da war die Wand wohl weg. Und ich hoffe, wir schaffen das. Das wird echt schwierig. Muss ich schon. Aua. Schütz das Ziel! Oh je. Verschwinde! Oh. Alter, das ist heftig gerade. Wie gesagt, wir sind mit der Heldin noch nicht so richtig fit, ne? Wir sind ja an den anderen Held jetzt plötzlich gewöhnt. Und jetzt? Das hier. Rauchbombe. Junge, Junge, Junge. 5 Minuten 50. Wollen wir das hinkriegen? Na, meine kleine Lopper. Wieder kuscheln? Will spielen? Und die hat aber ganz schön was ausgehalten gerade. Hallo? Was ist denn hier los? Dein Ernst? Filetieren und schlachten! Doppelsprung! Immer schön mit dem Messer durchs Gesicht, das ist schön. Also mit dem Schwert, Entschuldigung. Ist ja kein Messer. Wo bin ich? Ha! Ja, 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 meine Kleinen. Auf jeden Fall ist die Energie natürlich auch so ein Manko. Natürlich reduzieren wir natürlich die Ausgabe von Energie, wenn wir natürlich einen Schatten haben. Das ist natürlich gut. Zumindest das Springen. Nach oben! Ich wünschte, ich könnte. Und umso öfter wir mir Hüllen mit dem Schwert töten oder anhitten mit dem Schwert, umso länger bleibt natürlich der Schatten bestehen. Und das ist natürlich richtig geil. Verschwinde! Damit reduzieren wir natürlich unseren Schaden, also die Multiplikators wahrscheinlich. Wie gesagt, ich bin nicht so fit mit Ninjas, aber das, was ich gerade mitkriege, sieht schon sehr, sehr geil aus. Ich weiß nicht, ob es bei dem anderen Ninja, den wir die letzten Tage auch gespielt haben, natürlich auch so ist. Aber ich vermute es mal ganz stark. Stirb endlich! Also er macht schon Spaß, genauso wie der andere Ninja. Nur dass natürlich die Attacke von dem natürlich etwas epischer gewesen ist, ne? Das darf man nicht vergessen. Aber trotzdem. Ich kann nicht meckern. Durch die Schadensreduzierung, durch die Schatten. Ist das schon nice? Also wir sind noch voll im Grün. Wenn wir nur mit Schwert spielen. Wenn wir jetzt noch mit der Sense spielen würden, würden wir richtig abgehen. Alter, wäre das geil. Nein. Ich wusste gut, dass wir keine Sense gelevelt haben. Sonst wären wir einfach zu OP. So. Doppelsprung. Da war nicht, schade, die haben ihn erwischt. Aue. Sterne unterwegs. Zack. So können wir natürlich den Schatten auch länger anhalten. Also es ist natürlich effektiv, die ganze Zeit im Schattenmodus zu bleiben.
Schinken und Schlitten! Niemand will dich hier, Tamalma! Ich kann nicht. Ha! Aua! Das war keine gute Idee. Und ich kümmere natürlich durch die Sterne. Der letzte damit ist die Hülle mit einer Klinge. Das auch zu nutzen, das Ding länger, das zu verlängern, ne? Das ist ganz klar. Nein, 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 das lässt du mal schön bleiben. Hahaha, verarscht. Hui. Also Ninja macht schon Spaß, wenn man sich eine Weile damit auseinandersetzt. Was ist hier los? Ich kann keine Schrauben mehr aufnehmen. Da ist unser Inventar leer. Was? Wie? Müssen wir mal reingucken hier. Ach so, wir haben einen Haufen Fallen gespeichert, deswegen. So, und jetzt wieder Platz für Schrauben. Freunde, ich bin wieder da. Hast du gerade meinen Freund angefasst? Hast du ihn angefasst? Nein. Dein Ernst? Unaufhaltsam. Drachenschlitzer! Die Gefahren des Passivrauchens. Die Gefahr des Passivrauchens. Du sagst es, meine Gute. Nach oben! Ich glaube, den kenne ich. Ich glaube, den kenne ich. Der hat früher aber in der Nachbarschaft gewohnt. Wusstest du das nicht? Was? Freunde, was wollt ihr denn hier schon wieder? Ihr habt hier gar nichts zu suchen. Au, 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 au. Ja, wie gesagt, mit dem Feuerschwert gegen Laser. Feuerschwert gegen Laser? Gegen Wasser? Ist sehr sinnbefreit, ich weiß, aber. Dafür müsste ich erstmal die Sturmklinge aufleveln. Das habe ich noch nicht. Und treffen müsste man auch lernen. Weg! Wo laufe ich eigentlich hin? Die kann ich schon mit dem. Wenn ich sie noch nicht treffe, mit dem dritten. Oh, was ist denn hier los? Noch eine Sekunde. Und Obsidian, geil. Juhu. Tut mir leid. Ja, damit haben wir Schultern auch abgeschlossen. Ist das nicht schön? Ja, wir haben zwar den meisten Schaden gemacht, aber natürlich hätten wir natürlich mehr machen können, wenn wir noch nicht ein bisschen fitter wären mit dem Ninja, aber es hat gereicht für die Mission zu schaffen. Es war eine 70er. Und ich bin zufrieden mit meinem Team. Es hat richtig gute Arbeit geleistet. Ja, und natürlich kriegt mir Beute Level 5. Und natürlich jeder ein Däumchen. Und natürlich auch für euch mal ein Däumchen da zu lassen, wenn es natürlich euch gefallen hat. Ganz klar. Beute Level 5. Wunderschön. Da haben wir wieder einige Sachen rauskriegen können. Ich habe das sehr ungute Gefühl, dass er da einen sehr realen Albtraum jagt. Und wenn der Reiseführer recht hat, ist er auf dem Weg nach Leichenstein. Nach Leichenstein? Wir müssen vor ihm dort ankommen. Das klingt doch schon sehr, sehr stark. Also Leichenstein klingt schon sehr, sehr nach Halloween-Event, oder? Was würdet ihr sagen? Schreibt es mal in die Kommentare, das würde mich mal interessieren. Aber Leichenstein? Also ich weiß nicht, würde ich nicht stark daran. Wenn wir uns mit der aufgedonnerten Version von Schwarzstiefel Ayers auseinandersetzen sollen, dann sollten wir uns lieber vorbereiten. Ich habe das ganze Brutal nach allem abgesucht, das ich über Ayers finden konnte. Der hiesigen Legende nach hatte Ayers, nachdem er den Gesetzeshütern ein paar Mal nur ganz knapp entkommen war, einen chronischen Galgennacken. Dadurch konnte er weder nach oben sehen, noch nach rechts oder links. Der sicherste Ort während eines Überfalls von Schwarzstiefel Ayers war deshalb direkt oberhalb seines Sichtfelds. Oder direkt links oder rechts von der Hauptstraße. Während Ayers in der Stadt wütete, versteckten die Einwohner sich oft in Wassertürmen. Durchsuchen wir diese Türme. Okay. Also, nächste Mission, finde alte Tagebuchseiten in einer 52er Zone. Boah. Meine liebste Sophie heißt das Ganze. Ja, bin ich ja mal gespannt. Auf jeden Fall haben wir schon wieder ein Stück abgeschlossen. Wir haben Seite 6 von 7. Ja, es ist bald soweit. Twin Peaks, willkommen. Und erstmal vielen lieben Dank fürs Mitmachen an die. Ja, es hat sich mir was gedacht. Doch, Random Skills noch dabei. Dann unsere Bündel Katzen oder Katze und natürlich Oil of Lava. Vielen lieben Dank fürs Mitmachen, danke schön für die Unterstützung, danke fürs liebe Mitspielen und ja, wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dahin, euer Mike der Vierte. Haut rein. Ciao, ciao.